Gut, dann, ja, es ist Mittwoch. Ich freue mich, Yannick an meiner Seite zu haben. An Mittwochs, kennt ihr, gibt es ein Webinar von uns. Aktuell sind wir in der Signals-Serie mit Yannick. Heute beim letzten Teil, da geht es um NGRX-Signals. Yannick wird das ganze Projekt mal vorstellen, auch natürlich ein paar Details dazu erklären, Code zeigen, wie ihr es von uns einfach kennt. Wir brauchen wieder um die 60 Minuten. Mal gucken, Yannick ist ja meistens etwas schneller oder geht dann tiefer auf bestimmte Punkte ein. Deswegen kann es vielleicht auch ein paar Minuten länger dauern. Wird schon werden. In dem Fall werden wir einiges an Wissen um die Ohren gehauen bekommen. Ich freue mich riesig drauf und würde mich dann auch direkt ausklinken, weil ich sehe, den Chat benutzt ihr schon. Hey nach Oslo. Das ist mir ein bisschen neidisch. Oslo stand für dieses Jahr auch noch auf meinem Programm, aber hat leider nicht geklappt. Naja, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns später wieder. Wenn ihr Fragen habt, packt sie wie gewohnt in die Q&A und ich schiebe euch nachher noch das Expert One-on-One, das viele von euch schon kennen, zur Registrierung hier rein. Und wir sehen uns dann später wieder. Bis dann. Viel Spaß, Yannick. Jo, dann fangen wir direkt mal an, den Bildschirm zu teilen. Bevor ich irgendwas sagen kann. Entire Screen, bitte. Ja, dieser. Gut. Ja. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Webinar, mein viertes für dieses Jahr, wie es aussieht. Und das hier soll sein der zweite Teil zu dem anderen Teil, den ich über das NGX Signals Paket gemacht habe. Das war allerdings vor drei Teilen. Also die letzten zwei ging es um generell Basic Signals in Angular. Hier geht es um das NGX Signals Paket. Das heißt, wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, da ging es darum, was ist in diesem Signals Paket so drin. Das gehen wir nochmal kurz durch, um ein paar Leute abzuholen. Und was wir uns heute angucken, sind quasi zwei, wie soll ich sagen, so Advanced Features, wenn man so will, die dieser Signal Store mit sich bringt, die ziemlich praktisch sind. Und damit soll es losgehen. Das heißt, wer Signal Store noch nicht kennt, der wird vielleicht ein bisschen überrascht. Dem würde ich empfehlen, dann im Nachhinein nochmal auf YouTube den ersten Teil zu gucken. Und ja, das wäre das. Legen wir los. Das NGRX Signals Paket ist eine der besten Sachen, die uns begegnen in der Angular Renaissance. Was ist dieses Paket? Prinzipiell, wir wissen ja, Angular bewegt sich auf Signals zu, macht ihr, genau, und dieses Signals Paket, also wie generell NGRX sind die Angular Reactive Extensions, sind dafür bekannt, wir machen State Management reaktiv in Angular. Und dieses Signals Paket bringt tolle Sachen mit, die signalbasiert sind, signal-based sind und, ja, viel gutes Zeug drin. Gehen wir direkt hin, was da so drin ist. Ja, das habe ich auch versucht, das letzte Mal ein bisschen vorzustellen. Wenn zum Beispiel im Kleinen eine Komponente haben mit, keine Ahnung, 5, 6 Signals, keine große Logik oder sonst irgendwas, keine großen State-Updates, allzu viel, dann empfiehlt sich einfach, Signal-State zu benutzen. Das ist quasi, wenn ich jetzt mehrere Signals habe, dann kann ich die super, super bequem mit Signal-State erzeugen. Heute der Main oder wo es auch hauptsächlich darum ging, ist der Signal Store. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal eine Sache erwähnen. Warum macht man eigentlich den ganzen State Management Kram? Gut, es gibt viele Argumente, aber einer der Hauptpunkte, die mir immer wieder entgegenkommen, ist prinzipiell, dieses State Management System, die wir hier nutzen können, sind unglaublich gut darin, die asynchrone Welt, die synchrone Welt, wir wissen ja, Signals sind synchron, aber wir brauchen trotzdem HTTP-Requests, Mausklicks und so weiter. Und die State-Management-Systeme, insbesondere die ihren Effekten oder in dem Fall diesem AX-Method, sind unglaublich gut, diese asynchrone Welt mit der synchronen Welt super, super clean zu verbinden. Und das allein ist es eigentlich schon wert. Das heißt, ich persönlich fange eigentlich kein Projekt mehr an, wo NGRX-Signals nicht drin ist. Je nach Größe des Projekts darf auch gerne mal der NGRX-Store mit dazukommen. Aber dieses Paket ist prinzipiell für mich schon ein Must-Have für alle Angular-Entwicklung, der modernen Angular-Entwicklung mit Signals. Das nur so als zwischendrin reingeschoben für den Fall, dass ihr das jetzt noch nicht angesehen habt. Guckt euch das andere Webinar an, guckt euch an, was hier drin ist. Und falls es zwischendrin mal Fragen gibt zu dem, was da schon an Code da ist, gerne auch fragen. Ja, also Signal State, Signal Store sind super. Patch State ist die Methode, um State Updates zu fahren.
Und eine der besten Sachen aus diesem Paket ist dieses AX Method. Wer den Component Store kennt, der kennt die Component Store Effects. AX Method implementiert prinzipiell das gleiche wie ein Component Store Effect. Und es ist so genial, dass ich mich frage, warum habe ich das eigentlich nie selbst implementiert? Ist nicht besonders kompliziert. Und man kann es eben, da es halt quasi wie so eine Art Standalone-Implementierung ist, sogar in der Komponente verwenden. Das heißt, wenn ich in der Komponente irgendwie so eine asynchrone Methode habe, ich habe eine super simple Komponente, dass ich ein Input und soll irgendwie Daten geladen werden in den State rein, dann ist AX Method genau das Richtige dafür. Ja, und das kann ich direkt in meiner Komponente benutzen, ohne groß Signal Store, ohne Signal State vielleicht. Super simpel. Und vorher habe ich das teilweise sogar gemacht, um diese Methode zu bekommen, eine Komponente wie die Component Store Extended, nur um diese Effects Methode zu haben. All das geht jetzt mit der AX Method. Super gutes Zeug. Kann ich nicht mehr leben ohne mit. Ja? So, ansonsten eine Sache, die wir uns heute dann auch besonders ansehen werden, sind Store Features. Das gucken wir uns dann aber nachher nochmal im Detail an. So, was ich jetzt noch kurz mache, ist, ich stelle noch einmal das Projekt vor, mit dem wir uns heute bewegen. Das haben wir nämlich das letzte Mal quasi zusammen gebaut. Also wir haben hier eine To-Do-Liste. Ja, das ist das Beispiel der Beispiele. Ich kann hier das obere und untere anklicken, gehe zurück, gehe hier wieder rein, die sind gespeichert. Ich kann neues Item anlegen, checken, zurückgehen, hingehen, andere Liste, diese Liste. Wunderbar, ich habe eine To-Do-Liste. Ja, die haben wir gebaut. Und was ich euch zeigen möchte, ist, dass wir ein bisschen zu viel gebaut haben und das Ganze ein bisschen auch einfacher geht. Und wie geht das Ganze einfacher? Im Endeffekt gibt es in diesem Signals-Paket, insbesondere in diesem Signals-Store oder eigentlich nur in diesem Signals-Store, gibt es ein Feature. Und dieses Feature heißt With Entities. Und was ich am Anfang auch angekündigt habe, ist, dass dieses Signals-Paket, insbesondere der Signals-Store, quasi schon Entity-Management mitbringt. Was bedeutet Entity Management? Im Endeffekt, wir haben eine Collection, wir haben eine Liste von Entitäten. Und ihr habt bestimmt in eurem Projekt die eine oder andere Liste von Entitäten, die irgendwo in der Komponente angezeigt werden muss und gegebenenfalls auch editiert werden muss, neu geladen werden muss, entfernt werden muss. Der ganz normale CRUD-Kram. Ja, wir müssen Sachen anlegen, updaten, löschen, ersetzen, was auch immer. Ja. Und das ist eigentlich immer wieder, wenn man das Ganze auch reaktiv macht, ist es immer wieder derselbe Code. Ja? Ich habe eine Liste, spreche die Liste, füge eins hinten dran. Ich müsste mir theoretisch noch Gedanken machen, hey, kann ich nicht dasselbe Item mit der gleichen ID zweimal reinmachen? Wie sieht es aus mit Updates? Ja? Einmal drüber mappen, Item austauschen. Aber auch hier müsste ich prinzipiell theoretisch nochmal Logik einbauen, dass ich nicht zweimal dasselbe hätte. Jada, jada. Es ist immer derselbe Code. Wir haben ihn alle schon 100-mal geschrieben. Und im Endeffekt, da ist immer derselbe Code, der gleiche Code ist oder sehr, sehr ähnlicher Code, kann man das Ganze auch abstrahieren. Das kennt ihr vielleicht sogar so ein bisschen, wie das schon mal abstrahiert wurde in dem NGRX Entities Paket. Ja, da gibt es den Entity Adapter. Dort haben sie schon eigentlich gezeigt, dass man das sehr, sehr gut abstrahieren kann mit dem Entity Adapter. Und hier geht das Ganze auch ohne Entity Adapter. Und das gucken wir uns jetzt an. Ja, in unserem Fall ist unsere Liste der Entitäten eine Liste von To-Do-List-Items. So, gehen wir mal in den Code. Bevor wir anfangen, eine Sache. Ich nehme mir Feedback, das Feedback, das ihr gebt, gerne zu Herzen. Und es kam zurück, dass ich unter Umständen zu schnell bin und es manchmal schwer ist, nachzuvollziehen, in welcher Zeile Code wir uns befinden. Ich habe nicht allzu viel Zeit gehabt, das Ganze aufzusetzen, aber ich habe einen Weg gefunden, indem ich das hier ausführe. Das soll die Zeile, in der wir uns befinden, etwas besser highlighten. Gibt uns im Moment kein Syntax-Highlighting in der Zeile, aber ich denke, es sollte einfacher nachvollziehbar sein, wo wir uns befinden. Wenn das irgendwie Probleme macht, dann gerne Bescheid sagen, dann stellen wir es einfach wieder zurück. Aber ich denke, so sollte es unmissverständlich klar sein, wo ich gerade hinspringe und wo ich bin. Gut. Los geht's. Wir haben vor uns den Signal Store, den wir das letzte Mal zusammen entwickelt haben. Und wir sehen ganz oben unseren State, ja, unserer To-Do-List. Ja, wir haben so eine To-Do-List-View, wo wir die Liste sehen und wir haben einen State. Auf diesem State haben wir hier diese Items. Diese Items ist unsere Collection. Was wir aber tun können, ist, wir können dieses Feature benutzen. Ja, wir können hier hingehen und sagen, with Entities. Das kommt aus NGRX Signals Entities. Das können wir importieren. Und wir können diesem ganzen Ding mitgeben. Ja, wir gucken uns erstmal die Funktion an. Komm mal, danke.
Und dann sehen wir, wir können einen Generic mitgeben und wir sehen, dass der State, dieser Entity State an diesem Generic hängt. Das heißt, wir müssen ihm mitgeben, welche Entities wollen wir eigentlich managen. Und das wäre in unserem Fall To-Do-List-Item. Ja, wir haben To-Do-List-Item-Entities, die wir managen wollen. Wunderbar. Und wenn wir jetzt mal angucken, haben wir das with Entities reingemacht und wir gucken uns einfach mal diesen Store an, hier unten, dann sehen wir schon, dass dort zwei Properties hinzugekommen sind. Beziehungsweise wir können uns das Ganze natürlich auch in with Entities angucken. Ich bin immer ein Freund davon, Sachen sich direkt in der IDE anzugucken. Ja, und wir sehen hier, dass bei dem Constructor, den wir hier nehmen, bei der Funktion, bei dem Overload, den wir hier nehmen, kommt hier rein Folgendes. Wir kriegen ein Signal Store Feature und das bringt mit einen Entity State. Was ist ein Entity State? Relativ simpel, es ist ähnlich zu dem Entity Adapter aus der NGRX Entity Paket, aus dem Paket. Und wir sehen, dieser State bringt mit eine Liste von IDs und eine Entity Map. Das ist prinzipiell, wie dieses Feature die Entities für uns managt. Ja, wir haben also einmal die Liste. Die Liste gibt dann auch praktisch die Order an. Aber Order ist hier noch nicht so betrachtet wie in dem Entity Adapter. Dazu später mehr. Ich hoffe, dass wir das über Zeit auch noch dort einbauen werden. Und eine Entity Map, wo wir halt direkt auf die Entity per ID zugreifen können. Das bedeutet, wenn wir jetzt also, wir können auch noch weiter gucken. Ja, das Gerät bringt also ihr Signal Store Feature, deklariert quasi, welchen State bringt es mit. Welche Signale bringt es mit, also quasi die Computeds, und welche Methoden bringt es mit? Wir sehen, es bringt keine Methoden mit, aber es bringt Entity Signals mit, also diesen Computed. Und was steht dort drin? Wir haben noch ein Signal quasi, also wir haben ein Signal Entities, ja, und dort kriege ich die Liste der Entities. Das ist das, was wir wahrscheinlich am meisten auch wollen auf unserer View. Das heißt, wir müssen nicht aus dieser Map und der ID-List das Ding selber bauen, das machen die für uns. Ja, das bedeutet also, wenn wir wieder zurückspringen, dann haben wir durch diese eine Zeile geschaffen, wir haben ein Entity-Management-System reingekommen, wir haben also in unserem State eine Properties hinzugefügt, eine Liste von IDs der Entities, sowie eine Map der Entities, und wir haben hier in dem Computed ein Signal hinzugefügt. Wenn wir also nochmal hier reingucken, was ist dieser Store, dann sehen wir, wir haben das Signal für die Entity-Map, Signal für die IDs, die werden für uns ja autogeneriert, und noch ein paar andere, die wir jetzt nicht sehen können, aber ganz klar sind dort die Entities drin. Das bedeutet für uns also, wir können aus unserem State die Items entfernen. Dann kriegen wir natürlich Probleme, weil Items, die Property existiert jetzt nicht mehr. Was in die Swift-Computed reingeht, ist der Store quasi. Den kann ich hier schön destructuren und die Property Items existiert jetzt nicht mehr. Das heißt, wir ersetzen sie durch Entities. Ja, das Signal, das wir gesehen haben, ersetzen wir das. Und dann sind wir damit schon mal clean. Das bedeutet also, aus unserem, also um dieses Add-Disabled Computed zum Laufen zu bringen, ne, da habe ich hier diese einen prinzipiell nur, um das zu zeigen, wenn ich kann quasi diesen Button, oder ich zeige es einfach einmal kurz, es wird noch nicht laufen, wenn das letzte Item, das ich hinzugefügt habe, leer ist, dann ist der Button disabled, dass ich kein weiteres leeres oder kein weiteres Item hinzufügen kann. Das letzte Item der Liste muss Content haben. Demo-Zwecke, aber wie gesagt, so könnte man so eine Logik implementieren. Gut, springen wir weiter. Wir sehen auch hier unten bei einer unserer Updater-Funktion, dieser Setlist-Funktion, wollen wir jetzt diese Items, die wir kriegen, setzen. Ja, wir kriegen hier Setlist, kriegen wir eine ganze To-Do-Liste. Eine ganze To-Do-Liste, die hat die ID, die hat den Title und die Items. Wir müssen das Ganze jetzt ein bisschen trennen. Das machen wir hier ja mit unserem Destructuring in der Zeile. Wir trennen quasi einmal die Items-Property von dieser To-Do-List runter. Wir können uns die To-Do-List auch einmal hier angucken. Wir sehen also, okay, können wir uns hier nicht angucken, können wir hinspringen. Wir sehen ID, Title, Items. Was wir hier runter spreaden ist, wir nehmen uns die Items-Property raus und den Rest machen wir in die Liste. So, dass unser State deckt sich genau mit so einer To-Do-List. Deswegen können wir den Initial State holen. Wir können die Liste drüber schreiben, aber diese Items, die können wir jetzt nicht mehr so schreiben. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das? So, wir haben jetzt eine Art Library, ein Feature reingezogen. Und dieses Feature hat die Aufgabe, diese Entities für uns zu verwalten. Das heißt, ich möchte das nicht selber verwalten müssen, sonst würde ich ja dasselbe machen, was ich die ganze Zeit schon mache, nämlich Code schreiben, der schon geschrieben ist. Und da ist die Frage, wie füge ich jetzt, oder wie kann ich die komplette Liste ersetzen praktisch? Und das funktioniert ähnlich wie beim Entity-Adapter. Ich kriege hier Funktionen, die sind schon für mich da. Und das sind in diesem Fall einfach State-Patcher-Funktionen, Partial-State-Updater.
Und die eine davon heißt dann Set Entities hier unten. Ja, und diese Funktion setzt eben eine Liste von Entities. Das heißt, wenn ich jetzt die Items reingebe, ist das auch schon alles. Das heißt, kein mehr, okay, ich nehme die ganzen Items dann raus, setze die auf den Store, sondern ich benutze einfach diese Set-Entities-Funktion, die eben aus dem Paket kommt. Ja? Aus dem NGINX Signals Entity-Paket. Ja, wenn wir hier oben hingucken, irgendwo muss es stehen, genau, Set-Entities hier unten. Ja? Sortieren wir mal die Imports kurz, wunderbar, da. Ja, kommt ebenfalls aus diesem Paket. Wunderbar. Genau, und so einfach geht das, eine ganze Liste von Entities zu setzen. Das war aber noch nie unser Problem. Es wird eigentlich erst spannend dann, wenn ich zum Beispiel ein Item hinzufügen möchte. Und das haben wir hier unten, unsere Add-Item-Funktion. Ja, die ist ein bisschen asynchron. Was macht die? Sie setzt den Loading-State. Sie löst hier einen Promise auf. Ja, das macht den HTTP-Request an meinen Mock-Service. Und dann müssen wir den üblichen Code schreiben. Ja, wir müssen eine neue Items-Liste erzeugen, weil wir immutable bleiben. Das heißt, wir nehmen unsere aktuellen Items, spreaden die in eine Liste und hängen hinten ein Item dran. Genauso gut könnten wir Concat machen. Was das Ganze natürlich, wie eben schon erwähnt, vernachlässigt ist, theoretisch könnte ich jetzt mehrfach ein Item mit der gleichen ID oder derselben ID könnte ich hier reinhängen. Das wollen wir natürlich nicht. Also entfernen wir diesen Teil ebenfalls, ja, und setzen dann eine Entity. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt addEntity als Funktion und was die entgegennimmt, ist eine Entity. Das heißt, wir sagen einfach addEntityItem. Das ist alles. Und damit ist das für uns praktisch erledigt. So. Hier hinten das Editing ist quasi, ich patche noch den Editing-State, das heißt, wenn ich ein neues Item hinzufüge, ne, dann soll das direkt in den Editing-Mode gehen, dass ich direkt anfangen kann, mein To-Do auch zu schreiben. Das ist das, was hier passiert, für den Fall, dass ihr euch da nicht daran erinnern solltet. Der noch spannendere Teil ist, ein Item hinzufügen ist noch ganz einfach. Der andere spannende Teil ist natürlich, ein Item abzudaten. Und das habe ich hier unten implementiert, das haben wir auch das letzte Mal schon gesehen. Ja, wie mache ich das? Ich mache natürlich, ne, ich schicke mein Update an den Server, der Server antwortet und sobald der Server antwortet, patche ich das hier rein. Die Alternative ist übrigens super, super simpel, wenn ihr jetzt Optimistic-Updates bauen wolltet, könnt ihr natürlich erst den State patchen, dann das Ganze machen und gegebenenfalls den State wieder zurückpatchen. Ja, dann habt ihr Optimistic-Update, das heißt, wenn ein Fehler passieren würde, könnt ihr einfach sagen, hey, ich mache das alte Item wieder rein und das Update ist nicht durchgegangen. Oder was auch immer ihr machen wollt, ja, in dem Fall. Na, kann man hier an der Stelle ganz einfach umdrehen. So, wie funktioniert normalerweise so ein Update? Ja, wenn wir das Ganze immutable selbst bauen, ne, wir nehmen uns die Liste, wir laufen mit einem Map durch die Liste und ersetzen das eine Item, das wir updaten wollen, nämlich dort, wo die ID matcht. Auch das, diesen Gedanken, brauchen wir einfach nicht mehr. Wir können einfach sagen, ich möchte jetzt ein Item updaten. Das heißt, ich muss selber keine neue Liste erzeugen. Es gibt eine Funktion, in diesem Fall mache ich es mir einfach, denn dieser Backend-Call hier, der gibt mir das geupdatete Item zurück, wie wir das von der RESTful API gewohnt sind. Das heißt, ich benutze die Funktion setEntity und die ersetzt mir prinzipiell das Item. Ja, fertig. Das ist alles. So habe ich in dieser einen Funktion meinen State geupdatet, meine Collection geupdatet. Und das ist es prinzipiell auch schon. Das heißt, diesen ganzen Code, den wir vorher gesehen haben, ja, Liste nehmen, spreaden, reinmachen, hier unten Liste durchmappen, das eine Item ersetzen oder ganz oben in dem State die ganze Liste reinsetzen. All das brauchen wir nicht, ist alles für uns gemacht. Und das finde ich ziemlich nice. Ja. Das sollte eigentlich laufen, fast. Ja. Wir haben nämlich noch ein Problem. Machen wir gerade hier, finden wir das mal dahin. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und wir haben noch folgendes Problem. Wir wollen natürlich noch in unsere To-Do-List-Component HTML gehen, denn die Property Items existiert jetzt nicht mehr. Sie heißt nicht Items, sondern sie heißt Entities. Das heißt, ich habe dieses Entity-Signal und dort kommt raus To-Do-List-Item. So, speichern wir das und hoffen, dass es läuft. Springen auf unsere To-Do-Liste. Wir springen hier hin und wir markieren einfach mal alle, versuchen uns das zu merken. Vielleicht fügen wir noch eins dazu und sagen sowas wie not marked. So, ja, was ich zeigen wollte, ist, wenn ich es hier cancel, das letzte Item ist leer, deswegen ist der Add-Button disabled. So, schreibe ich mal not checked. Bums.
So, wir gehen in die andere Liste, wir gehen zurück, wir gehen in diese Liste und wir sehen, es hat sich den State gemerkt. Das heißt, unser State Management funktioniert. Wunderbar, so einfach ist das. Jetzt ist es aber so, dass wenn ihr euch diese API ein bisschen anguckt, machen wir mal noch Folgendes, das hier mit so einer zweiten Button, das hier finden wir jetzt auch mal. Wenn wir uns jetzt die API angucken, ja, dann könnte eine berechtigte Frage auftreten, nämlich, wenn wir jetzt hier diese With-Entities machen, sagen To-Do-List-Item, dann habe ich auch hier unten so Sachen wie Add-Entity und so weiter. Ja, wunderbar. Wenn ihr meine Blogpost-Serie kennt oder wenn ihr meinen Talk zu Entity Adapter kennt, es gibt immer eine Frage, die auftritt und das ist, was ist, wenn ich mehr als nur eine Collection habe? Könnt ihr natürlich hingehen, einen zweiten Store bauen, aber das ist gar nicht nötig. Es gibt auch einen Weg, mehrere Collections zu handeln und das ist das, was ich euch gerne als nächstes zeigen möchte, denn das ist ein Fall, der ganz ehrlich gar nicht so selten auftritt und auch ein Fall, der auftreten sollte. Und ihr wisst oder vielleicht wisst, wir wollen halt eigentlich keine genesteten Updates fahren. Wir wollen also nicht, ne, wir haben ja hier eine Liste und die Liste hat Kinder. Und wenn ich jetzt ein Kind updaten will, bräuchte ich ja eigentlich eine neue Instanz von der Liste wegen Immutability und dann muss ich dort drin, dann muss ich das Kind updaten, die Kinderliste updaten und das Listenobjekt praktisch updaten. Deswegen ist das hier relativ einfach gehalten. Aber wo könnte so ein Fall auftreten? Ich habe meinen To-Do-Service, diesen Mock-Service. Und was der tut, ist, der hat tatsächlich zwei Collections, die er managen muss. Nämlich wir haben einmal, das habe ich hier getrennt, und das ist auch das, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr so eine Parent-Kind-Beziehung habt, dann sind Updates nämlich super, super simpel. Ja, was sind meine beiden Collections? Einmal habe ich die Liste von To-Do-Listen. Ja, das wäre diese hier. Und im anderen Fall habe ich die Liste von Items, schön alle flach, mit einer Referenz auf besagte Liste. Ja, wir haben hier drei Items, die befinden sich in der To-Do-List 1 und ein Item, das befindet sich in der To-Do-List 2. Das sind meine Mock-Daten, die ihr auch schon gesehen habt. Und hier habe ich prinzipiell zwei Collections. Was ihr hier vor euch seht, ist mein To-Do-Service. Der ist implementiert als Signal-Store. Er provided sich in Root. Und das ist, wie gesagt, mein To-Do-Service einfach. Und hier drin habe ich nur relativ simpel State. Mein State sind diese beiden Collections. Ja, einmal die Listen und einmal die Items. Und wie arbeite ich damit? Das ist ein ganz normaler Service bei getListNames. Nehme ich mir die ganze Liste dieser Listennamen, ja, nur die ID und der Titel. Bei getList kann ich die Items anfragen, vielleicht das Ding heißen sollen getListItems. Dort, ne, stimmt, getList gibt mir die ganze To-Do-List, sorry, gibt mir eine To-Do-List zurück. Ja, wir sehen hier, diese To-Do-List ist die mit ID, Title und Items. Ja. Oben hingegen, in meinem, das, was ich store, in meiner Datenbank quasi, in meinem Mock, ist natürlich, ich habe hier einmal diese To-Do-List-Names, das ist alles ohne dieses, ne, ohne die Items. Ja, haben wir gesehen, wir nehmen hier die To-Do-List, wir omitten die Items, also To-Do-List ohne Items. Die store ich mir hier oben. So, das heißt, wenn ich getList mache, nehme ich mir entsprechend die Liste und wenn ich die Liste gefunden habe, dann filtere ich mir die ganzen Items raus, die zu dieser Liste gehören und ich baue diese eine To-Do-List zusammen und return sie. AddList, relativ simpel, ich füge eine neue Liste hinzu. To be fair, ich habe das gar nicht implementiert. Ich weiß gerade, ob ich es implementiert habe, ehrlich gesagt. Nee. Hier könnte ich natürlich einen Button hinmachen, der eine Liste hinzufügt. Aber wie es aussieht, habe ich das in meiner Demo nicht verbaut. Ist auch nicht so wichtig. Es geht nur darum, das Ganze zu zeigen. Und dann haben wir hier natürlich ein Add-Item. Ich will auf jeden Fall ein Item hinzufügen. Das wissen wir, dass das geht. Ich kann hier unten ein Item hinzufügen. Wunderbar. Und natürlich, der wichtige Teil ist, ein Item zu updaten. Ja, ist ebenfalls relativ simpel. Wir sehen schon, es ist ein bisschen kompliziert. Ja, sobald ich also, ne, zwei Collections updaten will, oder was Genestetes quasi updaten will, wird es schon ein bisschen komplizierter, aber so wild ist das Ganze gar nicht. Ja, ich nehme die Liste, ich nehme das Item, nur wenn beides existiert, update ich das Item mit den Changes, die ich will, und dann füge ich das ein. Und das Coole an der Stelle ist, dass wir hier eigentlich nicht zwei Collections updaten, sondern nur eine. Ja, wir updaten an dieser Stelle nur, vielleicht sieht man es so besser, an dieser Stelle updaten wir nur die Items. Denn wir storen das clever, dass wir an diesen Listen gar nichts ändern müssen. Ja, wir können hier was hinzufügen mit einem neuen List-ID und automatisch kommt aus unserem Request hier unten, wenn wir diese Liste laden wollen,
kommt das quasi raus. Wenn wir so, ne, wenn das jetzt wirklich ein Service wäre, diesen State managen würden auf diese Weise, wäre genau dasselbe. Ich habe die Liste von Items, ich habe die Liste von To-Do-Lists und ich füge ein Item hinzu und aus meinem Stream kommt automatisch das Neue raus. So funktioniert reaktives State Management mit abgeleitetem State. Das heißt, hier nochmal zur Erwähnung, es ist ultra cool. Ich habe also nicht diese genestete Geschichte, ich muss nicht die Liste selbst updaten und so weiter, sondern ich update eigentlich nur, ich füge nur ein Item in die Liste ein. Und das ist, beziehungsweise ich ersetze oder update ein Item und das ist schon alles. Ja? Das wäre der To-Do-Service und den bauen wir jetzt um auf zwei Entities. Ja? Zwei Collections. Wie wir also eben gelernt haben, kann ich hingehen und sagen, with Entities. Und wie wir ebenfalls gelernt haben, muss ich ihm auch sagen, welche Art von Entity ich managen will. Das heißt, wir sagen hier To-Do-List-Item. Und das ist prinzipiell das. Jetzt kann ich das nochmal machen mit einem Stored-List-Item. Das ist meine zweite Collection. Und jetzt sehen wir aber, hoffentlich, wenn wir hier auf den Store gucken, wir haben jetzt quasi eine Liste von beziehungsweise entfernen wir mal kurz hier diesen State, ja, sonst sind wir verwirrt. Und dann gucken wir uns das hier an und wir sehen, wir haben eine Entity Map und einmal Entities. Warum? Weil das zweite Entities natürlich das ist, das greift. Ja, wir sagen einmal hier, du bringst Entity State mit und hier, du bringst Entity State mit. Das ist nicht gut. Und jetzt die Frage, wie funktioniert das Ganze? Ist super, super simpel. Wir gucken uns wie immer und unsere IDE an. Was gibt es denn hier so für uns? Ja, wir haben einmal diesen Art, das ist diesen Overload, den wir im Moment benutzen. Nämlich, wir sagen, nimm with Entities und gib keine Parameter rein. Wenn wir uns aber das Ganze mal hier angucken oder hier angucken, dann sehen wir, wir können einmal sagen, wir können eine Config mit reingeben. Ja, wir machen in diesen with Entities, geben wir eine Config und wir sehen schon, wir haben hier Entity und hier haben wir eine Collection. Was ist denn so eine Collection? Ja, wir gucken, was ist, ja, okay. Im Endeffekt, diese Collection, wie wir hier sehen, ist ein String. Ja, super simpel, aber vielleicht etwas verrückt. Und was ist diese Entity? Entity ist einfach nur ein T. Ja, genau wie Collection, nur dass Collection eben ein String ist. Das heißt, geben wir doch mal so eine Config rein, die eine Entity und eine Collection hat. Das heißt, wir springen hier wieder zurück. Wir entfernen Folgendes. Und fangen wir hier an. So, beziehungsweise ich lasse das mal noch kurz stehen. Und dann gucken wir das Ganze an. Also fangen wir erstmal mit dem leichteren Teil an. Wir geben die Collection an. Die Collection ist ein Name, den kann ich jetzt wählen. Und wir nehmen in dem Fall Lists. Okay? Und jetzt fehlt uns noch was, nämlich die Entity. Und wie wir wissen, ist dieses To-Do-List-Item ist ja ein Type, ist ein Interface. Aber hier gebe ich ein Konfigurationsobjekt zurück. Das heißt, ich kann hier nicht einfach einen Type hinschreiben, To-Do-List-Item. Ja, das geht nicht, das ist kein Value. Ja. Dafür hat aber, um das Typing durchzukriegen, wie ihr das bestimmt auch schon kennt, das Ganze, das Paket eine Funktion mitgebracht, die heißt in dem Fall Type. Ja. Die Funktion kriegt ein Generic, nämlich in dem Fall To-Do-List-Item und dann muss ich die Funktion natürlich auch ausführen, damit ich einen Wert zurückkriege. Löschen wir das Ganze hier und wir sehen, wir haben unsere erste Collection erfolgreich definiert. Ja, wir haben hier keine Fehler, sage ich mal. Wenn wir jetzt mal hier reingucken in Store, dann sehen wir, okay, wir haben mehr Properties jetzt. Wir haben einmal IDs und Entity Map, das sind die Entity Map von Stored List Item, das ist die zweite with Entities. Und wir haben hier so eine Art Prefix jetzt plötzlich stehen, nämlich den, den wir genommen haben. Also die Lists IDs und Lists Entity Map. Vielleicht, ich habe es Lists genannt, wenn ihr da einen Wert drauf legt, könnt ihr, weil für mich ist es eine Collection von Lists. Wenn euch dieser Name stört, könnt ihr natürlich auch einfach hingehen, diesen String hier ändern auf List und dann heißt diese Property eben List-IDs, wenn euch das lieber ist, das Ganze so zu machen. Ich bleibe mal bei Lists, weil es ist eine Collection. Jetzt könnte ich das schon so lassen, wie es ist. Ja, das wäre kein Problem. Alternativ würde ich aber sagen, wir machen das Ganze ein bisschen schöner und geben beiden Listen diese Konfiguration mit. Dann können wir sie besser auseinanderhalten. Dann muss ich mir nicht merken, was ist die Default-Liste, was ist nicht die Default-Liste. Ich wäre wahrscheinlich verwirrt. Das heißt, hier nehmen wir einfach Items und nehmen hier die Stored List-Item.
Und schon haben wir zwei Collections. Ja, also nochmal, wir kriegen jetzt hier unsere zwei Prefixes, einmal die Lists Entity Map und einmal die Items Entity Map, sowie die entsprechenden IDs und hier unten die Signals, die das Ding mitbringt. Ja, einmal die Liste von Listen und einmal die Liste von allen Items. Cool. Dann gucken wir uns das Ganze doch mal an, wie wir jetzt damit umgehen. Der Anfang ist recht leicht, den haben wir schon gesehen. Ja, wir haben hier diese Property Store und was macht diese GetListNames? Na, sie gibt diese Lists Entities zurück. Ja, das ist ein Signal von To-Do-List-Items und nein, Lists Entities. Das ist mein Fehler. Ja, hier soll natürlich To-Do-List-Name stehen, nicht Item. Ja, natürlich will ich hier die Liste von Listen und nicht auch die Liste von Items und das sind die Liste von Items. Ich habe nur Folgendes getan in Transparenz. Ich habe hier einmal dieses To-Do-List-Item. Das ist das, was ich eigentlich nach draußen geben will. Dort ist natürlich keine Listen-ID drauf. Die brauche ich prinzipiell draußen nicht. Ich könnte sie auch mit drauf machen. Deswegen habe ich das Ding hier genannt Stored List-Item. Das ist das, wie ich die intern hier store. Nach außen hingehen habe ich ein To-Do-List-Item. Das hat prinzipiell all das, nur nicht diese Listen-ID. Ja, das nur so weg. Deswegen habe ich es kurz verwechselt. Hier unten To-Do-List-Name will ich natürlich hier haben in meiner Collection. So, und dann passt das Ganze auch. Ja, aus den List-Entities kommt To-Do-List-Name-Liste raus. Wunderbar. So, Get-List. Get-List heißt, finde mir die Liste mit der ID. Das ist das, was wir hier tun. Und wir könnten jetzt das Ganze so angehen, wie hier auch. Wir können hier diese List-Entities durchlaufen und finden die mit der entsprechenden ID. Aber wir wissen, erlaubt uns die Art, wie wir das Ganze storen und wie das Ganze gestort wird, direkt auf diese Entity Map zuzugreifen. Das heißt, wir können hier diese Lists Entity Map nehmen. Dort kommt quasi ein Object zurück und ich kann hier auf die ID zugreifen. Jetzt haben wir hier so ein kleines TypeScript-Ding, ne? Weil hier steht natürlich, wenn ich auf diese Entity Map zugreife, dann ist es auf jeden Fall To-Do-List-Name, weil das Ganze so getyped ist. In der Realität könnte das natürlich undefined sein. Dieser Check muss hier hin. Man könnte jetzt das Ganze noch ein bisschen umbiegen und typen, dass es eventuell ne, potenziell undefined ist. Ja, ja, da. TypeScript. Aber wir, ne, ihr solltet darauf achten, dieses Item, nur weil TypeScript sagt, ist okay, ist es unter Umständen auch nicht da. Deswegen überprüfen wir das hier. Und was wir dann tun müssen, ist, wenn diese Liste existiert, dann kann ich antworten. Theoretisch müsste ich diesen Check nicht machen. Ich könnte direkt einfach alle Items finden und einfach eine leere Liste zurückgeben. Problem ist, da ich hier nicht nur die Liste zurückgebe, sondern die ganze To-Do-List, brauche ich natürlich irgendwas dafür. Ja? Deswegen hole ich mir erst die Liste. Ohne Liste kann ich nicht antworten, also Error. Wenn ich die Liste finde, dann muss ich natürlich alle Items finden, die zu dieser Liste gehören. Dazu habe ich natürlich meine Items Entities. Die laufe ich durch und behalte alle, die die entsprechende Listen-ID haben. Und somit kann ich mir hier unten eine To-Do-Liste zusammenbauen. Ja, ich nehme also alles, was auf dem List-Objekt steht. Das ist ne, die ID und der Name der Liste. Und dann packe ich noch die Items dazu. Und schon habe ich einmal das To-Do-List. Interface erfüllt. GetList implementiert. Bis dahin langweilig. Ja? Die Frage ist jetzt, wie füge ich denn jetzt eine Liste hinzu? Das haben wir eben schon gesehen, ne? Der Code ist hier ziemlich ähnlich. Wir erzeugen erst eine neue Liste, die hat bei mir eine ID und einen Title. Und hier drin nehme ich mir die Liste, spreade die in eine neue Liste und ein neues Array und bums, mache die neue Liste hinten dran. Das ist ja der Code, den wir eigentlich nicht mehr wollen. Und stattdessen nehmen wir die Funktion addEntity. So, wenn ich jetzt aber sage addEntityList, dann haben wir ein Problem. Nämlich, es gibt zwei Collections und wir haben quasi keine Default Collection an dieser Stelle. Das heißt, ich kann hier im zweiten Parameter mitgeben, welche Collection es denn sein soll. Und in diesem Fall ist es die Collection Lists. Gut, das ist der Weg, mit dem ich das machen kann. Jetzt könnt ihr euch aber vorstellen, ich hoffe zumindest, dass ihr so ein bisschen auf den Trichter kommt, okay, es ist vielleicht nicht wirklich ein Magic String, weil ich das typtechnisch schon sicherstellen kann, weil ich wissen muss, dass diese entsprechende, ne, der Entity State mit diesem Prefix da sein muss. Aber es ist irgendwie nicht cool, die ganze Zeit auch hinschreiben zu müssen, Collection Lists. Wenn wir nämlich jetzt weitergehen, müssen wir es selber machen, entweder Collection Lists oder Collection Items. Ich möchte euch hier direkt einen schöneren Weg zeigen, das Ganze anzugehen. Ja?
Wir können nämlich hingehen und diese Config einfach mal auslagern. Denn wenn wir uns angucken, was hier unten reingeht in dieses Entity, in dieses Add-Entity zum Beispiel, dann sehen wir hier unten, wir kriegen zwei Parameter. Wir kriegen einmal eine ID, ja, der Entity, beziehungsweise lass mal gucken, wir kriegen eigentlich das hier oben wahrscheinlich, ne? Wir kriegen hier diese Entity und wir kriegen eine Config. Und in dieser Config kann ich eine Collection reingeben. Und diese Collection ist in unserem Falle ein String. So, da wir aber diese Config erfüllen wollen, können wir einfach hier hochspringen und Folgendes tun. Wir nehmen uns mal diese Config und sagen hier einfach, wir möchten die Lists machen hier. Const Lists ist gleich, pasten das. Und jetzt ganz wichtig, wir machen hier hinten dran ein sConst. Vielleicht zeige ich euch das erst einmal ohne das sConst. Was ist dann dieses Lists? Na, wir haben To-Do-List-Name und ein String. Wir wollen aber, dass TypeScript weiß, was dieser String ist. Ja? Und wenn wir hier ein sConst hinten dran machen, dann kann TypeScript sagen, hey, Moment, das ist konstant. Das heißt, dieser String ändert sich nicht, dann ändert sich nämlich der Typ dieser Collection. Der Typ ist jetzt nicht mehr String, sondern Typ ist Lists. Und das ist das, was wir hier wollen und brauchen. Das heißt, wir machen das ganze Spiel hier nochmal. Wir nehmen das und nennen es hier Items. Springen hier hoch und sagen, const Items ist, pasten das. Ups, Alter. Erst const. So, und so haben wir unsere Konfigurationen für diese beiden Collections ausgelagert. Ja, jetzt sieht das hier ein bisschen einfacher aus. Wir finden die List, wir finden die Items, wunderbar. Wenn wir jetzt zu unserem Update gehen, dann brauchen wir jetzt nicht mehr zu schreiben Collection Lists, sondern wir können einfach sagen Add Entity Lists zu Lists. Ja, super simpel und bisschen eleganter, finde ich persönlich. Add Item. Wir wollen ein Item hinzufügen, das haben wir prinzipiell auch schon gesehen. Ja, nicht hier den ganzen Kram machen, sondern wir möchten den ganzen Teil einfach austauschen und ebenfalls machen wir ein Add Entity. Welche Entity wollen wir adden? Wir wollen dieses Item adden. Ja? Also sagen wir, adde mir das Item, dazu gleich noch einen Moment und wo rein in Items. Eine Sache, die hier fehlt, ist, dieses Item, das ich hier erzeuge, hat noch keine List-ID, was ich getan habe. Ich habe Folgendes getan, Punkt, 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 Item, und dann hänge ich die List-ID hier dran. Warum mache ich das so? Weil dieses Observer soll ein To-Do-List-Item zurückgeben. Da soll diese List-ID-Property prinzipiell nicht drauf sein. Also mache ich das Item hier, nur beim Storen schreibe ich die List-ID dazu, und was ich zurückgebe, ist das Ding ohne List-ID. Jetzt könnt ihr sagen, ja, aber hier oben kommt das Ding mit. Richtig. Typtechnisch weißt du das vorne nicht, ja, dass der Typ sagt, da ist diese Property nicht drauf. Wenn natürlich richtig Wert darauf legt, könnt ihr hier noch eine Map-Funktion hinmachen, diese List-ID-Property einfach runternimmt, dann passt es auch. Ja? Nur ja, das dazu. Habe ich hier einfach so gemacht. Wie gesagt, alle Wege führen nach Saarbrücken oder so. Gut, Update-Item, spannender. Ja, wir wollen nämlich ein Item in einer Liste updaten. Dazu müssen wir natürlich erstmal gucken, existiert die Liste? Müssen wir das gucken? Prinzipiell nicht. Wir gucken es trotzdem. Existiert die Liste und existiert das Item? Wie gucken wir, ob eine Liste existiert? Naja, wie kommen wir denn erstmal an die Liste? Haben wir schon gemacht. Wir können einfach sagen, Lists Entity Map, und wir nehmen uns hier die List-ID und dann habe ich hier entweder eine Liste oder undefined. Weg mit dir. Dasselbe machen wir mit dir. Store. Items Entity Map nehmen wir, lesen das Signal und nehmen die ID und dann finden wir das Item. Wenn wir entweder die Liste nicht haben oder das Item nicht haben, gibt es einen Error. So, das Update des Items kennen wir prinzipiell auch schon. Unser Updated Item haben wir hier quasi gebaut. Ne? Brauchen wir uns alles eigentlich keinen Gedanken mehr drum zu machen. Das kann prinzipiell weg, diese Itemsliste kann weg. Wir sagen hier eigentlich nur noch, naja, update mir ein Item. Wenn ihr euch erinnert, ja, wir hatten vorher bei dem To-Do-List-Store, vielleicht zeigen wir das einfach kurz einmal, pinnen wir das hier kurz. So, wir springen mal zurück. Hier beim To-Do-List-Store benutzen wir hier unten die Methode setEntity. Ja, was setEntity macht, ist, wir ersetzen praktisch eine Entity. Das heißt, ich gebe da eine ganze Entity rein. Warum? Hier kommt das Ding aus dem Backend zurück. Ja, ich kriege hier eine komplette neue Entity mit geupdateten Properties und ID und allem.
ich könnte es jetzt irgendwie versuchen, selber hier zu patchen und dieses Update zu machen, aber ich will eigentlich diese ganze Entity ersetzen. Dafür ist Set Entity gut. Ja? Was wir hier aber möchten ist, hier haben wir wirklich unsere Datenbank quasi simuliert, hier wollen wir ein State Update. Und dafür gibt es dann die Methode Update Item. Weil hier möchte ich quasi wirklich, das heißt nicht Update Item, das heißt Update Entity, denn hier möchte ich diese Entity wirklich patchen. Also den Code, den ihr hier vorher gesehen habt, ja, den will ich hier nicht schreiben müssen. Selber die Entity updaten und dann das Ganze in den Store schreiben mit SendEntity, das wird für mich schon gemacht. Einfach mit der Methode UpdateEntity. Das heißt, diesen Code kann ich mir ebenfalls sparen und ich brauche ihm nur noch sagen, naja, was braucht er? Er braucht eine ID von dem Item, das wir updaten wollen und Changes, was ich hier schon mal vorbereitet habe. Nämlich das, was in meine Methode reingeht, ist ein Partial-To-Do-List-Item. Ja, das entspricht genau den Changes auf UpdateEntity. Jetzt meckert er noch, weil er kann nicht wissen, in welche Collection soll das Ganze gehen. Naja, wir wollen ein List-Item updaten, also geht es in die Items-Collection. Und was returnen wir hier? Das Updated-Item. Jetzt muss ich das prinzipiell nur wieder aus meiner Liste rausnehmen. Ich weiß ja jetzt, dass es existiert, also kann ich hier sagen, Items-Entity-Map, dort steht das geupdatete Item drin. Und ich nehme das Item einfach raus anhand der ID. Und das ist mein To-Do-Service, umgebaut auf zwei Collections. Jetzt sehen wir nichts. Warum sehen wir nichts? Weil diese Collections nicht initialisiert werden. Wir können jetzt das Ganze wie folgt machen. Wir erinnern uns vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Es gibt hier noch eine Möglichkeit, so eine Art Initialisierungslogik auszuführen. Wir könnten natürlich das irgendwie selber hier unten irgendwo reinpatchen, automatisch mit einer ISMF-V-Subscribe, yada, yada. Wir machen es aber auf dem schönen Weg. Es gibt hier die schöne Feature with Hooks. Und was kann ich in with Hooks reingeben? Ich klicke einmal halt den Store rein und dann gebe ich eine Funktion rein. Beziehungsweise, sorry, ich klicke eine Funktion rein, die nimmt den Store. Was gibt sie zurück? Ein Objekt, wie das hier öfter passiert. Und was gebe ich hier rein? Es gibt ein OnInit-Hook, ja, dieses. Und was ist das? Es ist ganz einfach eine Funktion. Das heißt, ich nehme diese OnInit-Funktion, die ist void, und ich kann hier in dieser Funktion Dinge tun. Was möchte ich tun? Ich möchte meinen State patchen. Das heißt, wir machen einmal einen Patch-State auf den Store. Und wie setze ich denn jetzt alle Entities? Habt ihr wahrscheinlich eben schon gesehen. Es gibt eine Methode setAllEntities. Und was bekommt die? Die bekommt die Liste der Entities, das ist in meinem Fall, wir haben hier hochspringen, einmal Lists, einmal Items, das ist mein Initial State auch, ja, das ist meine Datenbank. Das heißt, gehen wir erstmal rein in die Lists und welche Collection sollen die Lists? Nein, in Lists. Und dann haben wir noch einmal Set All Entities für die Items und dann in die Collection Items. Und jetzt sehen wir was, ja, dieser Hook, der läuft, das OnInit, sobald das Ding initialisiert wird, dann, das passiert bei uns halt, sobald das Ding die Ei gezogen wird wahrscheinlich und irgendwo provided wird, dann läuft hier dieses OnInit und wunderbar. Ja, wir können hier in die Other List gehen oder wir können hier in die Liste gehen. Ich füge mal ein Item hinzu als letztes, check das ab, spring zurück, spring wieder rein. Wunderbar, wir haben den Service erfolgreich ersetzt. So, das wäre das. Jetzt gibt es noch Nummer 2, was ich euch zeigen möchte. Ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, ich werde versuchen, ein bisschen weniger Code zu schreiben und ein bisschen mehr das Konzept zu zeigen. Nämlich Custom Store Features. Ist sehr, sehr cool. Was kann ich damit tun? Prinzipiell das, was hier schon passiert. Ja, dieses with Hooks oder das with State, with Entities, with Methods. Ihr könnt dieses eigenes, sag ich mal, euer eigenes Mix-In schreiben dafür. Ja, es gibt das Mix-In-Pattern, das ist sehr ähnlich zu diesem. Es ist prinzipiell ein Mix-In-Pattern in seiner Natur. Was kann ich damit machen? Ich kann quasi einen eigenen Chunk, den ich immer wieder brauche, einfach selber mitbringen als Store-Feature. Ja, zum Beispiel sowas, was man immer wieder hat, ist ein Loading- und Error-State. Ich könnte mir ein Async-States oder sowas reinmachen für Loading- und Error-States oder so ein Kram. Sortierung, Loggen, DevTools verbinden. Halt so ein Feature, das ihr vielleicht an mehreren Stores braucht. Ja, das wollen wir nur einmal implementieren.
Ich habe das auch schon gesehen, dass Leute es benutzt haben, einfach für Encapsulation. Sie hatten einen größeren Store und der war riesig und dann wollten sie einfach das Ganze, die ganzen Methoden und so weiter, die mitkommen, einfach ein bisschen unterteilen. Ja, das könnte man auch, dieses With-Feature benutzen, auch wenn ich es nur in einem Store benutze. Aber man kann auch Stores wie den Component Store auch aufteilen, ja, weil ich im Endeffekt, ich habe einen Store, ich habe einen anderen Store, der will den, ne, der kann ja den einen Store injecten und dann das Computed darüber abfeiern und sagen, hey, ich habe diese Liste von hier, ich habe hier meine Filter, mach das zusammen. Man kann die Stores auch anderen splitten, aber das nur als Anreiz für Ideen. Wenn ihr mal so einen riesen Store habt, wollt ihr aufteilen, könnt ihr das unter Umständen in Features aufteilen, die ihr vielleicht auch wieder verwenden wollt. Und das ist das, was wir jetzt zusammen machen. Was wir hier bauen wollen, ist ein Sortierungsfeature. Denn Entities sortieren ist relativ einfach. Was brauche ich denn, um Entities zu sortieren? Na, im Endeffekt brauche ich nur wissen, in welche Richtung will ich das Ganze sortieren und nach welcher Property will ich das Ganze sortieren. Und das ist prinzipiell schon alles. Das heißt, was wir jetzt bauen, ist ein Feature, um diese To-Do-Listen zu sortieren. Wie funktioniert das Ganze? Zuerst brauche ich eine Art Factory-Function. Ja, theoretisch machen wir es direkt so. Es ist clean und wir sehen auch vielleicht nachher warum. Wir machen eine Export-Function und wir nennen das Ding withSort. Wir müssen natürlich mitgeben, welche Entity wollen wir sortieren. Und dann lassen wir es erstmal kurz dabei und returnen was. Was returnen wir? Ähnlich wie in allem in NGX, wir wollen etwas erzeugen. In dem Fall wollen wir ein Signal Store Feature erzeugen. Dafür gibt es bei NGX immer schöne Erzeugungsmethoden. Das heißt, wir haben hier Signal Store Feature. Ja. Das ist es schon mal bis dahin, wenn wir das Ganze richtig schreiben. So, Signal Store Feature braucht aber etwas, nämlich zuerst braucht es eine Art Konfiguration. Das haben wir auch schon gesehen. Das Erste, was ich hier machen kann, ist, ich kann dem Ding nämlich sagen, erwarte ich vielleicht, dass mein Sort wir setzen einen gewissen anderen State voraus. Und das ist, was wir hier brauchen. Wir wollen sagen, wir können nur dann sortieren, wenn auch Entities da sind. Das bedeutet, wir können sowas sagen wie, naja, State. Und wir möchten, dass auf dem State mindestens ein Entity State ist. Das heißt, wir sagen, Entity State soll da sein. Das ist das, was wir eben schon gesehen haben, von T prinzipiell. Nochmal, da das hier ein Value ist, können wir, ne, wir erwarten beim Objekt, wir brauchen hier ein Value, brauchen wir einfach wieder diese Type-Funktion, die das Ganze für uns dann in ein wirkliches Value umbaut. Und somit können wir unserem Feature sagen, wenn wir mal alles importieren, fast gut, das kommt nicht aus NGX Entity, das ist falsch, wir wollen aus Signals Entities, das andere wäre der Entity Adapter gewesen. So, Entity State, wunderbar. Doch, sollte eigentlich so heißen, müssen wir gleich gucken, vielleicht heißt es anders. Naja, ich glaube, es hieß so, was ist das Signal Store Feature? Es kriegt State. Gucken wir, was er gleich dort möchte, was ihn da stört. So, das sollte prinzipiell so funktionieren. Ansonsten, vielleicht hat er gerade den falschen Overload. Wir müssen ihm vielleicht sagen, ne. Gut, anyway, das ist prinzipiell unser Signal Store Feature. Wir bauen das jetzt prinzipiell genauso zusammen wie die anderen Sachen auch, ja, wie in unserem normalen Store. Wir können also hier sagen, with state und sagen ihm einfach mit, alles klar, es soll ein Sort State sein von T und wir geben ihm ein Sort State mit, nämlich wir brauchen einen initialen State in dem Fall. Ne? Wir sagen Direction ist ascending und wir sagen sort by ist undefined und dann sollten wir noch gucken, dass wir die Syntax richtig kriegen, denn hier müsste eigentlich ein Komma stehen, dann return wir dieses, okay, importieren, was haben wir hier? Dann haben wir das erste, wir haben das withState. Das withState geht auf und es geht zu. Und dann wollen wir eigentlich das zumachen, das zumachen, das zumachen. Nein. Können wir vielleicht ein withState, importieren wir das mal. Was entgeht mir hier gerade? withState ist damit fertig. Dann wollen wir hier eine Klammer zu haben für den Signal Feature Store zu, dann ein Semikolon
dann sollten wir clean sein. Jetzt sieht es richtig aus, jetzt beschwert er sich auch nicht mehr. Ja? Das Signal Store Feature braucht einmal diese Konfiguration. Was wir hiermit sagen, ist prinzipiell, welchen State erwarten wir, dass er schon da ist. Ja, wir brauchen ein Entity State, sonst können wir nicht sortieren. Und dann haben wir hier drin das With State, wo wir sagen, das ist State, den wir mitbringen. Ja, das heißt, unser With Sort gibt uns ein Signal Store Feature zurück, auf dem eben ne, dieser Sort State mitkommt. So, das ist das, was wir jetzt tun könnten, ist, wir machen es uns relativ einfach. Wie benutzen wir das Ding? Fangen wir damit an. Wir gehen ins To-Do-List Store. Wenn ich jetzt hier oben hingehe, auf diesen With State, und mache hier unten dringend With Sort, und sage ihm, bitte sort mir To-Do-List-Items, dann sollten wir einen Fehler kriegen. Ja, wir kriegen hier diesen Fehler, Riesenfehler, schwer nachzuvollziehen. Wenn wir dieses Sort aber hier drunter machen, hinter die Entities, dann sehen wir keinen Fehler, weil wir erwarten, dass dieses To-Do-List-State da ist, dieses Entity-State. Ja, ohne with Entities, kein with Sort. Cool. Jetzt müssten wir natürlich unserem Feature auch Sachen implementieren. Ja, wenn wir auf das Sort-Feature gehen, gibt es prinzipiell eine Sache, die wir wollen bei so einem Sort-Feature, nämlich wir wollen dafür sorgen, dass die Entities auch sortiert rauskommen. Das heißt, wir können hier sagen with computed, oder machen wir hier store, und wir wollen ein computed bauen. Das nennen wir jetzt einfach mal sorted. Und das ist ein computed, wo wir die Entities sortieren. An dieser Stelle würde ich jetzt hier die Sortierlogik einbauen. Ja, ich kann mir aus diesem Store ja jetzt prinzipiell die folgenden Sachen ziehen. Ich weiß, ich habe IDs, ich habe Entity Map, das heißt, ich habe diese Entity Map. Ich habe aber auch prinzipiell, ich könnte mir hier oben noch einen zweiten State hinzufügen und sagen, wir haben hier bei Signals natürlich noch die, wie auch immer es hieß, ich glaube, es hieß Entity State Signals. Ja, dann kann ich mir das Ding nehmen und baue mir dieses Computed. Da wir jetzt nicht so viel Zeit haben, spare ich mir das. Ja, wir wissen, wie man so ein Ding sortiert, wie man Sortierlogik baut. Wir klauen uns das jetzt einfach mal. Nämlich, Sortierlogik sieht recht simpel aus. Wir nehmen uns das hier, kopieren uns das, springen wieder zurück und fügen das hier ein. Ja, das ist The Lazy Man's Workshop. Gut, wir importieren das Computed noch. Wunderbar. Ich habe schon eine Funktion geschrieben, Value Compare. Die können wir mal importieren. Die nimmt natürlich, je nachdem, was man kriegt, ja, entweder ich kriege Strings, Numbers, Booleans, ist die Sortierlogik ein bisschen anders, die Vergleichung. Aber das ist prinzipiell, wie es funktioniert. Ja, ich habe hier, ich sage mal with Computed, sage, ich habe eine Property Sorted und dann habe ich hier die Entity Map und den ganzen Kram. Ja, ich nehme die Entity Map, hier baue ich das um in die Liste. Wenn ich hier oben hingehen würde und noch sagen würde, ich habe dieses Signal, das dieser Entity State mitbringt, wie auch immer es hieß, Entity Signals hieß es wahrscheinlich, irgendwo, ich sehe es gerade nicht, müsst nachgucken, wir haben leider keine Zeit dafür, dann kann ich hier unten natürlich auch auf Entities zugreifen. Er kann jetzt nur an dieser Stelle nicht wissen, dass das da ist, weil wir es hier nicht hingeschrieben haben. So, dann, wie gesagt, ne, wir holen uns die Sort by Property aus unserem Store. Wir haben das Signal dafür automatisch generiert, weil wir das with State haben. Und wir sortieren nach dieser Property. Und wenn wir descending sind, drehen wir die Liste um und wir returnen diese Liste. Somit haben wir jetzt ein Sorted Computed hinzugefügt. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier in unsere To-Do-List Component gehen, wo der Store sitzt, dann sehen wir jetzt, dass hier ein Sorted mitkommt und wir kriegen diese To-Do-List Items sortiert zurück. Warum auch immer er denkt, dass das nicht da ist, aber ich den Store nicht gespeichert habe. So, jetzt sehen wir hier noch nicht viel, ja, denn die sind sortiert nach nichts gerade. Ja. Wir haben kein Property, an der wir sortieren. Das heißt, ich habe hier auch ein bisschen Code vorbereitet, dass wir das Ganze sortieren können. Jetzt haben wir das Problem, wie können wir so einen Sort setzen? Und das ist das Letzte, was ich euch prinzipiell noch zeige. Damit wir noch ein paar 5 Minuten haben für Fragen, außer ihr wollt es unbedingt sehen und habt noch die Zeit. Es ist ziemlich viel Zeug heute, aber das ist so wichtig, so cool, dass ich es unbedingt zeigen will. Wir haben jetzt hier natürlich diese Change-Funktion mit, das heißt, wir machen mal kurz Folgendes, wir kommentieren das hier aus, entfernen das, einfach nur, dass wir noch ein laufendes Beispiel haben. Wunderbar. Jetzt haben wir hier dieses Ding, ja, das tut noch nichts, aber ich kann mir hier anzeigen lassen. Ne, was schon geht, ist prinzipiell mir anzeigen lassen, welches dieser Dinger ist denn aktiv, denn diese Sort-by-Property kommt raus. Warum kommt die raus? Weil wir in unserem With-Feature sagen, vielleicht sollte ich das Ding auch mal pinnen gerade,
wir brauchen den To-Do-Service nicht mehr. Ups, ja, okay, wenn es auf ist, dankeschön. Jetzt ist das Plugin tot. Schade. Dann gehen wir ins wunderbar. Sort-Feature, bestes Plugin, bräuchte mal Updates. Klar, wir sagen ja, wir bringen diesen Statement Sort bei. Das bedeutet, automatisch für uns haben wir Signals, nämlich das Direction-Signal und das Sort-by-Signal. Deswegen wissen wir auch, auf was das Ding gesetzt ist. Vielleicht eine Sache, die wir machen könnten, ist, wir könnten hier hingehen und sagen, da wir hier eine Factory-Function haben, wonach soll er es eigentlich sortieren? Und dann können wir sagen, dieses Sort-by ist ein Key of T. Und dann haben wir das hier rein. Und was machen wir hier an dieser Stelle? Wir können das ganze Ding damit initialisieren. Wir können direkt sagen, unser Zeug soll dabei sortiert sein. Das heißt, wenn wir jetzt in unseren To-Do-List-Store gehen, müssen wir ihm das mitgeben und wir sagen, sortiere bitte einfach mal nach welcher Property? Done heißt sie. Nehmen wir einfach mal die Property Done. Ja, das heißt, wir wollen das nach Done sortiert haben. Und dann sehen wir, das Ding ist initialisiert auf Done. Und wenn ich jetzt das Ding hier anchecke, dann sehen wir, dass die Dinger, die Done sind, direkt ans Ende rutschen. Und die, die nicht Done sind, nach oben rutschen. Sortierung funktioniert. Jetzt die große Frage, wie gehen wir hin und updaten den State? Haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten für? Die eine Möglichkeit ist, wenn wir das Sort-Feature machen, wir können hier genauso, wie wir sagen, with computed, können wir unten sagen, with methods. Ja, und ich könnte eine Methode hinzufügen, die das Ding patcht und updatet. Wunderbar. Jetzt ist es so, dass es eigentlich ähnlich wie bei dem anderen Fall ist, ja, wie bei dem Entity, ne, bei unserem, wie heißt das, dieser Collection Management, haben wir so Funktionen wie Add Entity, Update Entity und so weiter. Und prinzipiell empfiehlt es sich, hier dasselbe zu tun. Ja. Ich zeige euch das mal, dass ihr mal mehr davon seht. Wir haben nämlich, wie gesagt, leider gerade nimmt mir die Zeit. Das ist, war so bedacht, deswegen habe ich alles vorbereitet für euch. Wie sieht das so Updater denn aus? Ja. Und prinzipiell sehen die so aus. Wir sagen hier, wir machen so eine Funktion, UnsetSort. Ja, und das was soll sie tun? Sie gibt einen Partial State zurück, sie gibt einen Sort State zurück, in dem Fall ohne Sort, ohne Direction. Und das ist ein Partial State von unserem Sort State. Ja, und das sind diese Partial State Updater. Das heißt, ich kann hier sowas machen wie UnsetSort, SetSort. Der coolste ist eigentlich dieser State Updater hier unten, nämlich der nimmt sich wirklich den State rein, weil wenn ich das Ding toggeln will, die Direction zum Beispiel, dann brauche ich ja den aktuellen Wert, um es hin und her zu machen. Das kopieren wir uns, machen das hier unten hin und so würde ich das Ganze angehen. Das ist eine Recommendation. Das bedeutet nicht, dass ihr nicht selber auch Methoden hinzufügen könnt. Ja? Die bessere Practice ist das, weil somit kann ich das jetzt von außen steuern. Ich kann also sagen, hey, ich benutze das in einer Methode in dem To-Do-List-Store. Ja, ich kann in meinem To-Do-List-Store jetzt natürlich diese Methode, ne, ich kann jetzt hier das Zeug setzen, wenn ich das wollte, und hier drauf reagieren. Vielleicht muss ich das, ja, wenn Daten neu geladen werden, will ich es vielleicht resetten. Ja. Zum Beispiel, wenn ich Setlist mache hier oben, könnte ich ja sagen, dass die Sortierung resettet werden soll. Dann können wir sagen, hier jetzt ganz einfach UnsetSort. Ja. Im anderen Fall, wenn es eine Methode wäre, müsste ich jetzt sowas sagen wie Store UnsetSort. Und das ist nicht schön, weil ich jetzt zwei Updates mache und nicht will atomare Updates. Ja. Deswegen ist das hier der coolere Weg, das zu machen. Jetzt möchte ich aber trotzdem, dass mein Store diese Methode hat. Das heißt, wir können hier hingehen und sagen, wie wir es schon gewohnt sind. Wir sagen with methods, was wollen wir? Wir sagen, wir kriegen hier den Store rein und wir möchten eine Methode hinzufügen und diese Methode soll heißen setSort. Und was ist diese Methode? Sie ist ein Void. Und was nimmt sie hier entgegen? Sie nimmt entgegen ein SortBy. Und was ist dieses SortBy? Es ist ein Key of T. Und was tun wir hier drin? Einfach, wir sagen PatchState, den Store, und was machen wir? Wir machen hier ein SetSort mit, das ist die Funktion von unten, mit dem SortBy. So, das wäre das. Und ich könnte prinzipiell noch eine genauso gut hinzufügen, die Methode UnsetSort und ToggleDirection. Ich müsste jetzt einmal kurz in die To-Do-State gucken, was ich hier mache beim Klicken. Beim Changen habe ich hier die SetSort-Methode. Okay, und hier drin toggle ich das wahrscheinlich. Ignorieren wir jetzt kurz einfach mal, machen das hier weg, machen hier unsere Sort-By-Funktion auf unser Feature. Ja, und damit sollte ich die Sortierung setzen können. Kommt mit, mal gucken, was passiert.
wenn ich das Ding jetzt nach Content sortiere oder nach dann sortiere, sehen wir, das springt schon mal um, sortieren wir mal nach Content und schreiben hier sowas rein wie A und schreiben hier sowas rein wie Z, dann sehen wir, egal ob es gecheckt ist oder nicht, ja, wunderbar. Den Code dafür, den kriegt ihr natürlich, ja, deswegen, ne, es macht keinen Sinn, dass ihr mir jetzt sehr lange zuguckt, wie ich das ganze Zeug hier hinschreibe. Ich denke, das Konzept ist klar. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, gerne Fragen. Ansonsten würde ich sagen, das war's an dieser Stelle von mir. Ich beantworte gerne noch Fragen dazu. Und wie gesagt, den Code kriegt ihr wie immer. Wenn wir das Ganze mal angucken, dann ist es in dem Fall auf dem Branch Signet Store Session. Dort solltet ihr das alle eigentlich vorfinden. Ja? Gut, damit vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. War ein bisschen viel, aber ich wollte mir die Zeit nehmen, euch das zu zeigen. Es macht auch keinen Sinn, das in zwei Webinare zu packen. Guckt es euch an, ist nicht so schwer. Damit zurück an Göran. Ja, und da bin ich wieder. Hello. Janik, vielen Dank für den Abschluss deiner Signal-Serie. Hat sich natürlich wunderbar eingereiht. Ich schicke euch mal noch hier ins Webinar, wie vorhin versprochen, den Link für das Expert One-on-One mit Janik rein. Da könnt ihr, wie ihr es schon kennt, euch registrieren für einen 20-Minuten-Call mit Janik unter vier oder ja, wie viele Augen ihr dann selber noch mitbringt, müsst ihr selber wissen. Und ihr könnt da ein bisschen plauschen. Es wird sehr gern genommen. Meldet euch gerne an. Ich melde mich dann bei euch für eine genauere Terminabstimmung. Genau, Janik, du hast die ganzen Fragen schon im Vorfeld beantwortet oder während deines Talks. Von dem her ist das auch alles fein. Es gibt eine Sache, die ich gerade beantworten möchte von Taha Adina, wenn ich den Namen nicht komplett kaputt gemacht habe. Hier steht, NGX Signal ist noch im Preview. Prinzipiell ja, aber sie sind dabei dran, das zu finalisieren, das NGX Signals Paket. Von daher keine Sorge, ich benutze das überall. Es ist wahnsinnig gut. Ich bin gerade mit auf dem allerletzten Stand. Eine Sache, die ihr beachten solltet, ist, wenn ihr auf Version 18 seid, ja, das Signals-Paket kann sein, dass es noch im Release-Candidate steckt. Das heißt, ich arbeite auf Release-Candidate 1. Das heißt, ihr müsst beim Installieren darauf achten, dass ihr auch das Latest installiert, den RC1. Ja, sonst, wenn ihr einfach sagt, installiert Signals 18, dann installiert ihr euch wahrscheinlich irgendeine Version 17. Deswegen, es läuft auf RC1. Müsst mal gucken, was die letzte Version ist. Das nur als Warnung. Von daher, das Signals-Paket ist absolut benutzbar. Es ist sehr gut. Ich würde jedem raten, wenn ihr könnt, benutzt es einfach. Das Developer-Preview sollte euch da keine Angst machen. Wir bauen drauf, ich baue drauf. Geiles Paket. Ich hoffe, das hilft ein bisschen an Taha. Okay. Gut. Danke dir, Janik. Jo, das wär's. Und ansonsten hat Taha, glaube ich, genug Kontaktmöglichkeiten mit uns. Ja, gerne auch. Frage per E-Mail oder eben das Expert One-on-One wahrnehmen. Ich freue mich drauf. Oder Chris fragen. Die kennen sich eh. Von dem her. Das passt schon. Gut, das soll es von uns gewesen sein. Ich bedanke mich an euch. Ich bedanke mich bei euch, nicht an euch. Hey, hey, hey. Es wird Zeit für Mittagspause. Die letzten Worte gehören traditionell Janik. Gibt kein Wort. Vielen Dank fürs Zuhören. Sehen und uns. Beim nächsten Webinar wieder und tschüss. Ciao.